lasse. Prüfung Kraft. Das hat mich verschluckt. Oh oh. Gib mir eine Sekunde. Was ist auch so unruhig im Publikum? Deswegen verschlucke ich mich. Ruhe da mal. Ja, motz ruhig rum. Ruhe. So. Wie groß ist denn das Seepferdchen? Nur mal so als groß. Naja, wie ein Hund oder wie ein Mensch oder größer? Eher so wie ein Hund oder ein Mensch. Eher größer. Also ich würde sagen... Also, hast du eine Idee, wer oder was? Von euch möchte mit der angespitzten Zahnbürste das Seepferdchen angreifen? Niemand! Der das... Eigentlich niemand! Seid euch da einig? Ich bin so überrascht. Ich bin immer so überrascht, wenn ihr euch einig seid. Also wir haben dir jetzt diverse Lösungsvorschläge angeboten. Es wäre dann ganz gut, wenn du irgendwann mal einen davon einloggst. Ich kenne euch nicht so, dass ihr sagt so, ja, das machen wir, okay. Also wir haben gesucht. Sondern mehr so, ja, ist eine gute Idee, aber... Hauke. Ich bin so überrascht davon, wie ihr das macht. Ihr habt das Seepferdchen... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Nicht so richtig beachtet. Also ignoriert wäre übertrieben, aber bekämpft auch. Das Seepferdchen war da. Was machen wir hier? Ihr betretet also nun den vierten Raum. Ja! Als eine Stimme erklingt. Was ist das denn jetzt? Psst, das ist ja schlimmer als Lost. Als eine... Ihr könnt nun also die Kisten öffnen. Viel Spaß. Ihr habt es nun leider, ihr habt es nun geschafft, alle Rätsel zu lösen. Und so ist es an euch zu entscheiden, welche Kisten ihr öffnet. Ja, aber wenn wir alle Rätsel gelöst haben, haben wir... Ja, halt deine Fresse. Ja, aber wie hart wäre das denn? Ganz kurz, ich schlage vor, wir öffnen alle vier Kisten. Okay, Leute, gute Idee. Dann müssen wir diskutieren. Ihr seid wahrlich sehr klug. Wir sind in einem Wal. In einem Wal? In einem Wal. Ja. Wie sind wir denn jetzt in den Wal? Ach so, ich weiß, mit dem Schiff und... Ach, okay. Wir sind in einem Wal. In einem Wal der Qual. Ich habe eine Frage. Ja. Der Wal. Ja. War das ein Blauwal? Nein. Gut. Was willst du mit dieser Information? War das ein Blauwal? Also, verstanden. Hat ein bisschen länger gedauert. Also ihr habt noch ein paar Sekunden. Manchmal muss er atmen. Manchmal dauert noch einen Moment. Er muss sein Bouquet entfalten. Ah. Und ja. Jetzt habe ich ihn auch verstanden. Jetzt hast du ihn. Gut. Möchtest du mal meine Lanze nehmen? Mein Pier. Dankeschön. Danke. Aua! Das wollte ich doch vermeiden. Wenn der Hauke morgen Kopfschmerzen hat, dann nur deswegen. Ja. Dann hat sich der Chat für das Fischerdorf entschieden. Ja. Danke. Mit ungefähr 68%, schätze ich. 62. 62 ist das Gleiche. 68. Und ihr habt euch dazu entschieden, im Grunde gar nichts zu tun. Sind wir in einer Endlosschleife gerade? Nee, ich will es nur festhalten. Zum Glück habt ihr euch dazu entschieden, dem Wal kein weiteres Leid anzutun. Also nichts zu tun.
Ja. Nichts Böses. Könnte man so sagen. Euch wird mitgeteilt, dass ihr euch im Dorf Oke befindet. Oke? Oke. Oke, ja. Oke. Oke, Oke. Wer ist dieser Oke? Ist es vielleicht ein Schreibfehler? So heißt das Dorf. Ach, so heißt das Dorf. Das okay. Hat er nicht gesagt, dass sich in dem Dorf Oke befindet? Nee. Also, du wurdest am Wasser angespült, ja, quasi. Genau. Jetzt ist und das Stäbchen hat sich ja schon bewiesen, einigermaßen. Aber wer bist du? Die Leute kennen dich ja nicht. Hallo, ich bin Lasse. Hallo, Lasse. Nun, ich bin Lasse Bluten. Vermutlich haben Sie von mir gehört. Ja. Wo sind wir hier? Was können Sie mir über das Dorf erzählen? Wir sind auf der Suche nach Gino Xingzang. Willkommen, Lasse. Du bist im Ort Oke. Also die Leute erzählen dir das einfach so ganz entspannt. Hallo, Lasse. Hey. Du bist im Dorf Oke. Wie heißt dieses Dorf? Ich hab's noch nicht ganz mitgekriegt. Oke. 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 Nee, Oke. Oke. Nein, Oke. 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 Und ziemlich bald kommt der Leiter des Dorfes auf euch zu. Wer zum Henker seid ihr? Ich bin Lasse Bluten. Vermutlich haben sie von mir gehört. Immer wenn man in ein fremdes Dorf kommt, muss man ins Gasthaus gehen. Und alle Quests annehmen. Alle Quests annehmen. Und dann nie wieder. Auf ins Gasthaus. Pro Gasthaus. Direkt vor dem Gasthaus sitzen ein paar trinkfeste Gestalten. Wer könnte das denn sein? Und verköstigen das Bier für den Abend. Oh. Aha. Eine Herausforderung zum Wettzechen wird ausgesprochen. Dann würfel mal auf Zechen. Eine 15. Ui, das war schon ein etwas härterer Schnaps. Kann ich auf was würfelst du denn? Auf Ausdauer jetzt. Auf Ausdauer. Und da habe ich natürlich... Zehn. Aber ich kann ja ausgleichen. Mit wie viel? Weiß ich nicht. Wie viel hast du? Vier. Mit vier. Ich brauche einen mehr. Ja. Mit fünf. Dann bin ich durch. So, einen haben wir noch. Elf. Zum Glück konnte ich mit sechs. Sechs hatte ich, ne? Ja. Also kommt genau hin, ich sauf ihn unter den Tisch. Doch, doch. Stattdessen gehe ich in die Taverne hinein. Okay. Und schaue mich um. Was sehe ich, Spielmeister? In der Zeche. In der... So liegt ihr nun da und die Bewohner des Dorfes schauen euch an. Was tut ihr also? Schauen zurück. Und ja, ganz okay. Also ich habe eine Eingebung, dass das Dorf Oke heißt. Ich glaube, es ist ein Fischerdorf. Es ist ein Fischereidorf. Und tatsächlich liegst du gar nicht so falsch. Ja. Ist also, da irgendwo eine Taverne vielleicht? Ja. Wir sind jetzt in der Gaststätte, ne? Einige von uns haben ja ein Wettsaufen gewonnen. Ihr seid nun also im Ort, wie man euch erzählt, Oke angekommen. Denn zwar angespült und somit eigentlich ehrenlos, habt ihr euch im Reppebüttel doch bewiesen. Und so schenkt man euch doch mehr Respekt, als ihr eigentlich erwartet hättet. Ihr befindet euch nun also im Ort Oke, wie man euch erzählt. Scheinbar auf feindlichem Gebiet. Was möchtet ihr also tun? Ihr befindet euch am Strand und euch wurde relativ schnell klargemacht, Oke ist ein mittelgroßes Dorf, also für damalige Verhältnisse mittelgroß, ich würde sagen 200 Einwohner. Also das schon für damalige Verhältnisse ist es mittelgroß bis groß, das sind schon viele Einwohner. Der, sagen wir, Vorsteher des Dorfes, Rowan, kommt auf euch zu. Danke Rowan. Gott. Endlich jemand. Also quasi ein Mann Groven. Mein Name ist Lasse Bluten.
Wir sind hier in Oke gestrandet. Könnt ihr uns helfen? Seid gegrüßt, Lasse. Viel Spaß im simplen Ort Oke. Wir sind Antifreise. Gute Freunde, Freunde. Es handelt sich hier um meine Ortschaft, die ist Freunde. Ist der Freise der Feind? Ja. Dankeschön. Der Freise ist der Feind. Ja. Ich denke. Das ist falsch zu bezweifeln. Er weiß euch würdig in meinem Dorf. Wie wär's mit einem Rap-Battle? Und ich will gnädig. Seht euch im Ort ein wenig um und wir werden sehen, ob ihr euch als würdig habt. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns im Ort umsehen. Ich glaube auch. Ja. Wo geht ihr hin? In die Taverne. In die Taverne. Direkt vor dem Gasthaus Okes sitzen ein paar Trinkfeste. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Verdammt nochmal! Jetzt mal im Ernst! Sie verköstigen genussvoll das Met für den Abend. Das ist ja gut. Wollen wir da zechen mit denen? Sie scheinen euch zum Wettzechen herauszufordern. Nein, warte mal. Wer von uns kann denn zechen? Ich gucke schnell nach. Ich habe nur 2. Ich habe Zechen 4. Alter, mach du das doch. Ja, dann mach ich das wohl. Das Dorf ist recht beeindruckt, dass du mehr verträgst, als man auf den ersten Blick erwarten könnte. Wow. Kann ich nachträglich auch nochmal saufen? Allerdings ist man noch nicht beeindruckt genug, um euch am Abend zum Wettbewerb. Das Rap-Battle habt ihr schon verloren. Nein, das haben wir gewonnen. Wann? Okay, das Dorf Oke scheint ein Fischerdorf zu sein. Danke. Scheint ein mittelmäßig bevölkertes Dorf das zu sein. Das sind die 200 Leute. So wie das früher so war. Ach, das ist doch Quatsch. 250. 250 Leute. Nun gut. Ist das ein Fischereidorf? Ey. Ja. Wir sind auch nicht auf einer Insel der Wahnsinnigen gelandet. Gibt es in dem Dorf einen Passierschein A38? Gibt es in diesem Dorf jemanden namens Roven? Ja. Ernsthaft? Ist es ein Mann? Der Anführer des Dorfes heißt... Der Anführer des Dorfes heißt Roven? Ja. Können wir den treffen? Grundsätzlich ja. Okay, aber was heißt grundsätzlich? Das heißt... Ja, ihr müsst euch schon ein bisschen als würdig erweisen. Okay, dann würde ich sagen, würde eine Zeche helfen. Ja, aber ihr habt das schon verkackt. Ach ja. Zauber das Seepferdchen. Die haben wir gewonnen. Wir haben die Zeche gewonnen. Zweimal schon übrigens. Also ein Penny doch. Hauke. Ihr befindet euch nun also im Dorf Oke. Allerdings ist euer sozialer Status eher gering. Alter. Lasse, hier bitte. Okay. Wir schauen uns im Dorf um. Wir teilen uns auf. Es scheint ein mittelgroßes Dorf zu sein. Nieder mit den Freisen! Nicht so laut, noch Nieder nicht. Mit Ruben! Nieder mit den Freisen und Ruben! Okay. Nicht? Was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den durch den Trinkspruch zurücknehme. Also, Nieder mit den Freisen kam so semi-gut an. Ich möchte mich korrigieren. Nieder mit den Preisen. Das Bier im Ort ist viel zu teuer.
Und heute kein Freibier. Während ihr euch über die Preise im Dorf Oke empört. Wie groß ist denn das Dorf? Klein. Spricht euch plötzlich jemand an. Schmierter und Schmalteller fragt. Und nun? Ja, dann gehen wir doch in die Taverne. Oh Gott. Lasse macht das. Lasse hat Geld. Ich habe einen Geldbeutel mit 50 Silbertalern. Ui, aus Gold. Die würde ich dir geben für... wertvolle Informationen, wie dieses Abenteuer weitergeführt werden kann. Oh Gott, ich würde alles dafür geben. 50 Silbertaler. Als du diese 50 Silbertaler hervorholst, spricht dich plötzlich ein kleiner Junge an. So ein kleiner Junge? Ich bin so hungrig. Ja, dann isst doch was. Ich habe nichts zu essen. Dann kauf dir was. Mir fehlt es an Geld. Das macht nichts, ich habe 100 Goldstücke. Aus so Silber. Gebe er mir etwas, auf das ich nicht verhungern muss. Ich habe eine Tagesration. Ja, so. Eben. Gib ihm doch lieber was. Er holt sich Alkohol davon. Was habt ihr eigentlich gegen Problem lösen? Gut. Was habt ihr gegen Problem? Ich verstehe es nicht. Ich bin da bei einer Transaktion. Und ihr kretscht rein, als ob ich hier nicht schon genug Probleme hätte. Los. Nummer eine, ganz kurz. Nein! Nein! Bevor du dein Geld aus, lass uns mal rekapitulieren, was es bisher gebracht hat. Da kommt ein besoffener Typ. Ist doch egal, es ist ein Kind. Ernsthaft mein Geld. Du gibst ja nicht nur dein Geld an Leute. So what? Warum bist du da? Wir sind im fucking Limbo. Wir wollen einfach nur irgendwie weiterkommen. Bitte. Können wir bitte einfach mal nie mehr. Könnt bitte ihr nicht Teil des Problems sein, sondern der Lösung. Hier ist Geld, Kleiner. 100 Goldmünzen. Kauf dir was zu essen. Als er sich nun also einen Apfel kauft, scheint sich in diesem Apfel etwas zu verbergen. Eine Art Wurm. Aha. Ja. Ich hab so unglaublichen Hunger. Guten Appetit. Schmeckt der Apfel gut? Gib ihm noch mal ein bisschen Geld. Oh, so lecker. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Und reicht dir den Wurm. Kleiner Junge, kannst du mir was zu rufen erzählen? Mädchen, du sexistisches Arschloch. War es ein Junge oder ein Mädchen? Kleines Kind. Hier, bitte, mehr habe ich nicht. Und gib dir einen saftigen Wurm. Einen ziemlich, ziemlich fetten Wurm. Geh bitte unten zum Hafen. Da findest du jemanden, der kann mit dem Wurm was anfangen. Der kann nämlich was angeln. Siehste? Ja, ich habe 3 bei Fischen. 7. 7. 7. Ach. Du bist kein guter Lügner. Die Männer des Dorfes. Kollege, das ist schon ganz okay, was du da machst. Würfel mal nochmal. Einfach so zum Spaß. Einfach so. Nee, nochmal auf Angeln. Was war das? 4. Lügst du mich an? Nein. 4. Hier ist die 4 als Beweis. Okay. Der Würfel hat eine 4. Würfel mal nochmal. 17. Kannst du das ausgleichen? Ja. Lügst du? Nein! Ich habe Geschicklichkeit 14, ich kann es ausgleichen. Okay, Würfel nochmal. Ich habe es gesehen, das waren... Solide 20. Nein, es war 17. Kannst du das ausgleichen? Ja. Lügst du? Nein. Gut. Hast du gelogen? Nein, Mann, wieso fragst du mich dauernd, ob ich lüge? Weil ich das Gefühl habe, du lügst. Nein, das täuscht. Der Kollege, der weiß, was man reinhängen muss, damit was dranhängt. Der Jarl wird so ein wenig auf euch aufmerksam. Hast du der Jarl gesagt? Nee. Okay. Hast
du der Ja gesagt? Gut. Nein, nein, nein. Na gut, doch. Ihr steht nun also vor dem Dorf und habt eigentlich so nur so halbwegs eine Ahnung, was das für euch bedeuten richtig könnte. Ruben! Ja! Was geht ab? Nun, da wir das erste Mal Gelegenheit haben, miteinander zu reden. Gut, und im Röp-Battle habt ihr euch bewiesen und auch ansonsten scheint ihr in diesem Dorf recht schnell zu Rang gekommen zu sein. Also möchte ich euch nun... Sehr schnell. Also möchte ich euch nun die Gelegenheit geben, euch im Kampfe zu beweisen. Oh, was wird das? Das wird sicher ein Blitzkrieg. Okay. Alter! Eieieiei. Nee, das war schon Nazi-Jargon. Da kann man... Ja, da kann man ruhig mal oh sagen und nur so eieieiei so halb klatschen. So, okay, auf geht's. Ihr seid nun also an einem Punkt, an dem das Dorf euch halbwegs vertraut. An dem ihr es geschafft habt, die moralischen Werte dieser Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Okay, auf geht's. Und an dem ihr das Röp-Battle gewonnen habt. Und so will man euch nun gestatten, mit dem Dorf in den Krieg zu ziehen. Yes. Ja! Yes. Ja! Krieg! Oh. Ich habe mich noch nie so auf deine Axt gefreut. Ihr macht euch nun also von Oke auf in Richtung des Dorfes von vom Jalinde. Chat. So. Wir packen es ein. Ganz lieben, schönen Abend noch, Leute. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank wirklich für alle. Wir treffen uns vielleicht auf 1-2 Meter vorne. Also, bis gleich, Leute. Danke, der Mann. Mega cool. Ja, du hast super gemacht. Bei mir war alles nur noch scheiße.